Lang rumreden ist heute nett. Ich bin Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und ich habe hier Bratwürste und Hotdogbrötchen. Auf geht's, Bratwurst-Hotdog. So, wir machen jetzt einen Bratwurst-Hotdog. Unterscheidet sich kaum von einem normalen Hotdog, außer dass wir eine richtig schöne, grobe fränkische Bratwurst dazu nehmen. Schnelles Gericht für zwischendurch. Brötchen von der Hilde einfach bestellen. Hotdog Buns heißen die bei dem. Die nehmen wir jetzt als erstes gleich her, weil die müssen wir in der Pfanne erst einmal vorbereiten. Wir schneiden die an und schauen, dass die hinten offen bleiben. Schauen wir mal. Ja, okay. Wir können sie leider nicht anbraten, sonst brechen sie uns auseinander. Also, dann haben wir die mal zuerst. Eins und zwei. So. Dann brauchen wir eine Zwiebel und Butter. Die Zwiebel, die schälen wir. Also an Zwiebeln dürft ihr nicht sparen auf eurem Hotdog. Also deswegen auch viel Zwiebel für die zwei Hotdogs. Richtig viel. Gutes Stück Butter. Was sind das? 60, 70 Gramm rein in die Pfanne und dann schneiden wir hier schöne Ringe draus. So. So, rein damit. Die Bratwurst grillen wir jetzt schön. Alternativ dazu könnt ihr das natürlich auch, nachdem ihr die Zwiebeln schön goldbraun gebraten habt, in der Pfanne dann rausbraten. Aber wir machen das heute auf dem Grill. So, auf mittlerer Hitze gehen wir die nach vorne drauf. Schön. Das Wichtigste meiner Meinung nach an dem Bratwurst-Hotdog oder am Hotdog im Allgemeinen sind die Zwiebeln. Also wenn ihr die in der Pfanne habt, die müssen richtig geil goldbraun werden. Deswegen, wenn die einen gewissen Punkt erreicht haben, ja, dass sie anfangen zu bräunen, nicht mehr von der Pfanne weggehen, dabei stehen bleiben und immer weiter rühren, damit die schön gleichmäßig goldbraun werden. Weil das ist dann das Entscheidende, damit es später richtig gut wird. Ich habe auch schon mal ein bisschen Mehl vorbereitet. Wer sich jetzt fragt, was macht er damit? Das kommt jetzt dann nachher rein, weil wir wollen die Butter an unsere Zwiebeln binden und das kleben wir dann praktisch mit dem Mehl da drauf und fest. Dann haben wir natürlich auch den maximalen Geschmack da drinnen. Und was ich persönlich auch noch ziemlich geil finde, ist, wenn man die Zwiebeln ein bisschen verfeinert. Wir machen das heute mit Chiliflocken. Da kommen einfach ein paar rein. Und die geben jetzt dann noch so einen schönen Pfiff mit in unseren Bratwurst-Hotdog. Jetzt haben wir's, die Farbe passt. Jetzt so eine Handvoll Mehl drüber. Und jetzt ist dann gleich unsere Butter an den Zwiebeln. Als erstes unsere fränkischen Ei. Eins und zwei. Dürfen sich ruhig ein bisschen überlappen in der Mitte. Dann ein paar Gürkchen. Schön einbetten, rechts und links. Schaut euch mal diese Zwiebeln an. Unsere Chili-Zwiebeln, richtig perfekt goldbraun. So, schauen wir mal, wie unser Bratwurst-Dog gelungen ist. Aber die Bratwurst schmeckt schon mal gut. Super geil. Boah, lecker. Habt ihr auf sowas Lust? Wenn, schreibt es mir in die Kommentare. Ich biete euch an, auf Vorbestellung mache ich euch extra lange fränkische Bratwürste. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Dirk lässt mich hier nur weiterhin wohnen, wenn ihr ein Abo dalasst.